Liebe Hotelinsiderinnen, liebe Hotelinsider, da sind wir aus dem tiefsten Emmental, nämlich in Dürnrot sind wir hier, in Bern, einem traditionellen Landgasthof mit Hotel. Und neben mir sitzt ein ganz kreativer, innovativer Hotelier und Gastgeber, neuerdings kann man sagen auch Inhaber dieses Hauses. Es ist Volker Bedun, der früher mal im Schwarzwald gearbeitet hat, aus Deutschland kommt, aber viele Jahre schon in der Schweiz ist und irgendwann dann den Bären hier in Dürnrot übernommen hat. Der Bären ist ein sehr erfolgreicher Betrieb und deshalb meine erste Frage an Sie, Volker Bedun. Was ist Ihr Erfolgsprinzip? Wie verdient man hier, ich würde fast sagen, am Ende der Welt, im tiefsten Emmental, mit einem Hotel mit 30 Zimmern und hoher Gastronomie, also hohem Gastronomieanteil, wie verdient man da Geld? Also für uns ist primär das Geld nicht im Vordergrund, sondern das ist eigentlich unser Ziel, ist, dass wir was Gastronomisches bieten, dass die Destination lebt. Und ein wirtschaftlicher Erfolg, der kommt dann automatisch. Wenn wir uns permanent nur um das Finanzielle kümmern würden und schauen würden und das in den Vordergrund stellen, dann würden wir den Fokus für den Gast verlieren. Und das ist, glaube ich, nicht unser Ruf. Aber eben, man muss ein paar Dinge richtig tun, um schließlich dort anzukommen, wo man hin wollte, nämlich gute Umsätze, gute Finanzzahlen, Nachhaltigkeit und solche Dinge. Ja, und unsere Branche ist natürlich so vielfältig und das ist schön und das geht auch nicht alleine. Das ist, meine Frau ist mit dabei, früher am Anfang hatten wir noch einen Geschäftspartner mit dabei und jetzt haben wir insgesamt 50 Mitarbeiter, die auch daran mitziehen und die Idee mitverfolgen, dass wir das auch von Herzen gerne machen. Das sind so wichtige Grundprinzipien, dass es nachher funktioniert. Du hast mir gestern gesagt, also wir duzen uns übrigens auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer, wir sind per Du. Du hast mir gestern gesagt, du hattest eigentlich keine Personalprobleme, wie man dem so schon sagt. Im Moment reden ja alle von Fachkräftemangel und die meisten Hotels und Gastrobetriebe suchen krampfhaft Köche, Frontoffice-Leute, Kellner, Serviceangestellte. Du hast offensichtlich kein Problem. Warum ist das so? Also kein Problem. Wir haben in diesem Jahr auch eine kurze Phase gehabt, wo es sehr eng gewesen ist. Das ist so, wir sind von der Destination natürlich sicherlich nicht Primetime, das ist so. Mhm. Wir sind dran, man ist auch ein Risiko eingegangen, dass man jemanden genommen hat, wo man überhaupt nicht kannte. Das sind neue Sachen, die es ja vor 10 Jahren nicht gegeben hat. Das hat sich verändert, das ist so. Das ist zwischendurch aber auch wie ein bisschen ein Wechsel, wo man vielleicht sagt, okay, ich probiere das mit dem und wenn es nicht haut, dann müssen wir da wie weiterschauen nachher noch. Im Moment haben wir wirklich glückliche Gabe, haben wir ausreichend Manpower, was sicherlich jetzt der nächste Schritt ist, den dürfen wir nicht vergessen, ist, dass wir jetzt an der Qualität arbeiten müssen, dass wir das aufrechterhalten. Das ist ganz, ganz wichtig und entscheidend. Du hast ja auch investiert vor einem Jahr oder wann war das? Vor 2 Jahren? Es sind mittlerweile schon 2 Jahre. 2 Jahre in der top-moderne Küche, kann man sagen, mit allem, was es da so braucht. Und auch vorne das Restaurant wurde wieder umgebaut. Einige Millionen hat man da wahrscheinlich investiert. Wie schafft man das, als klein privat geführtes Hotel, als Kleinhotel, solche Summen zu investieren? Das war natürlich sehr eine spezielle Investition, die wir dort getätigt haben. Wir haben schon immer gewusst, die Küche muss früher oder später gemacht werden. Als wir den Betrieb übernommen haben, in einem sehr, sehr guten Zustand gehabt. Und Küche war immer klar, da muss man was machen, um halt auch wirklich einen interessanten Arbeitsplatz bieten zu können. Und man hat in den Jahren zuvor alles, sag ich mal, einen Status gebracht, wo man sagt, Moll, das ist gut, auch noch aus den eigenen Mitteln finanziert. Und dann kam die Küche dran, die war projektiert eigentlich fürs 21. Und dann haben wir sie Corona-bedingt vorgezogen. Und das war natürlich eine gewisse Challenge, die wir dort hatten. Aber heute muss ich sagen, sind wir dankbar, dass wir das gemacht haben, weil wir sind ins kalte Wasser gesprungen und mussten schwimmen und haben es dann gemacht. Das war keine große Vorplanung. Und das zu finanzieren, ist jetzt die Frage, da hast du natürlich recht. Das war ein Quantensprung. Der Vorbesitzer, der René Rogl, der ist noch mit dabei gewesen, hat das bei der Bank vorangebracht nachher, plus danach noch. Ist es hinten raus schon auch ja, auf Spitzstein gegangen nachher. Und heute haben wir sehr hohe Belastung. Das heißt, wir müssen heute, wenn du das, was du angesprochen hast, betriebswirtschaftlich schon sehr gut funktionieren, um das am Ende tragen zu können. Das heißt, ihr müsst Investitionen dann auch wieder refinanzieren.
Ja, das auf jeden Fall. Wir haben jetzt andere Sachen gemacht dieses Jahr, die konnten wir so machen. Merken aber natürlich jetzt, dass wir auch die Bank ganz klar gesagt hat, du, das ist das absolute Maximum, was geht. Also jetzt, wenn wir jetzt, ist es eh verkommen zu gewisse Sachen, wo wir dran sind, wo wir investieren müssen, damit wir auch wieder aktuell sind, die müssen wir uns erwirtschaften zusätzlich noch zu den Amortisationen. Es ist kein Geheimnis, in guten Zeiten setzt dieser Landgasthof mit Hotel ungefähr was, 4,7 bis 5 Millionen um. Die 5 ist unser Traumziel, ja, das ist so. Das ist ein guter Wert, ein sehr guter Wert für so ein Haus mit 30 Zimmern. Das Stichwort ist vorhin schon gefallen, Corona, die Covid-Pandemie. Wie habt ihr die überlebt? Nur ganz kurz. Wir haben die sehr gut überlebt. Also wir haben eben während der Sache auch umgebaut, den Betrieb immer offen gehabt, immer mehr größeren Zuwachs später gehabt an Gästen. Und schauen, wie weit wir da schon sind. Hat das wirklich also gut funktioniert. Also das ist sehr gut gewesen. Ich glaube, wichtig ist, dass wir auch jetzt daraus was mitnehmen für die Nachhaltigkeit, für die Gäste, dass wenn wir dort weiter dranbleiben, glaube ich auch, dass der gesamte Schweizer Tourismus weiter profitieren kann auch, und dass wir es gut machen. Ganz zentral ist, und das ist ja, wie du weißt, mein Lieblingsthema, eine klare Positionierung. Wie würdest du die Positionierung oder die strategische Positionierung oder thematische Positionierung, wenn man so schön sagt, wie würdest du die hier in Bezug auf diesen Bären kurz umschreiben, in wenigen Worten oder Sätzen? Ja, Klarheit ist wichtig, das ist so. Unser Ziel ist, dass wir die Region mit dabei an Bord haben. Das heißt, wir haben eine Erlebniswelt hier mit den E-Bikes, mit einer Schaukäserei, mit Kambli, mit all den Sachen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das leben. Und wir sind dann Teil davon, dass wir traditionelle Beherbergung, Kulinarik anbieten können. Also es ist ein Puzzle, was zusammengehört. Und da können wir das für viele anbieten auch. Das heißt, man bietet hier dem Gast ein Emmental-Erlebnis, das er sonst nirgends hat. Ist das ein bisschen überspitzt oder bringt das zu? Ich bin persönlich immer von so Absolutismen, habe ich nirgendwo. Natürlich, das gibt es irgendwo anders auch. Ja, ja. Ich glaube, wichtig ist, dass jeder seine Sachen ordentlich macht, mit einer guten Qualität. Das bietet nachher noch und den Gast im Vordergrund hat. Also warum soll ich als Gast in den Bären nach Dürrenrot kommen? Gut, es gibt ja hier kein anderes Hotel. Wenn ich nach Dürrenrot will, muss ich ja zwangsläufig in Bern absteigen. Aber trotzdem, warum soll ich ausgerechnet hier in diesem Hotel absteigen und nicht irgendwo sonst im, ich sage mal, Emmental oder Mittelaargau? Das Emmental an sich, ist, man kennt es zu wenig. Und das haben wir auch in den Corona-Zeiten festgestellt, dass auch viele kamen und sagten, ah, das ist ja schön hier, das haben wir noch gar nicht gekannt, wo ich denke, Emmental kennt jeder und man kennt es eben doch noch zu wenig. Und an dem müssen wir eigentlich arbeiten. Wir müssen über unseren Tellerrand hinweg gucken und nicht nur das Süppchen in Dürrenrot kochen, sondern wir müssen das ganze Emmental nehmen und da das als Destination präsentieren und sagen, das ist schön, da muss ich hin oder da muss ich nicht 5 Stunden hinfahren, sondern ich bin in 2 Stunden kann ich dort sein und ich bin in einer anderen Welt. Aber viele Gäste kommen ja ganz spezifisch oder speziell in den Bären nach Dürrenrot und die wollen gar nicht ins Emmental, aber sie kommen in den Bären. Was zeichnet denn diesen Bären so aus? Nochmal, ich glaube, es ist der Mix aus dem Historischen, aus dem, was wir haben. Wir sind Hotel, wir haben keine Halle, wir sind einfach bescheiden, sag ich jetzt mal noch. Und ich glaube, das ist, wo man normal sein kann, noch ohne dass es alles überdimensioniert ist. Und ihr seid bewusst ein 3-Sterne-Haus, also als 3 Sterne, glaube ich, superior, ist das richtig? Ja, Hotel seid ihr klassifiziert, Entschuldigung. Ist das eine bewusste Entscheidung? Das ist eine bewusste Entscheidung, weil grundsätzlich ich auch so sagen muss, die Sterne sind, ich glaube, die Sterne sagen was aus für ausländische Touristen, um das einstufen zu können. Wichtig ist, finde ich, das, was drin lebt, das braucht es. Es braucht das Haus, was die Seele hat, wo man gerne hinkommt. Das sind Punkte, wo heute essentiell sind. Ihr seid auch ein Romantik-Hotel. Romantik ist eine deutsche Vereinigung, die umfasst viele, viele Hotels, auch in der Schweiz, in Deutschland, im ganzen, ich glaube, Frankreich auch noch und so. Was bringt das? Was ist ein Romantik-Hotel? Romantik wird oft verstanden wie, oh, da muss Kerzenlicht sein und so. Das ist vielleicht ein Teil daraus. Romantik ist wir sind eine Marketing-Kooperation und arbeiten da sehr intensiv zusammen. Es gibt sehr viele Qualitätsmerkmale und das ist
die Basis dafür. Und die gibt es mittlerweile 50 Jahre. Wir haben demnächst das Jubiläum. Das ist schön, dass es die Kooperation gibt. Es ist sehr stark mit Deutschland verankert. Das ist so, wo auch ja, Reisefreudige sind. Sie bewegt sich sehr stark auch im 4-5-Sterne-Bereich. Ich denke aber auch so, mit den Häusern, die wir in der Schweiz haben, im Bereich 3-Sterne, müssen wir uns dort nicht verstecken, sondern wir können uns sicherlich sehr, sehr gut mithalten danach noch. Und der Austausch ist gut, die wir haben unter den Hoteliers und natürlich auch die Plattform, wo heute sehr intensiv betrieben wird. Aber eben der Hotelkollege fragt sich ja, was bringt das dann auch wirtschaftlich? Also generierst du mehr Logiernächte, wie man so sagt, oder Übernachtung? Hast du mehr Gäste dank Romantik Hotels? Oder ist das eher so eine idealistische Geschichte? Es hat beides natürlich mit dabei nachher noch. Es ist aber auch so, das hat Romantik sich selber auf die Fahnen geschrieben, wo sie sagen, unser Ziel ist, dass wir einen gewissen Faktor euch auch wieder zurückgeben nachher noch. Und da sind wir dran. Schlussendlich ist jeder Hotelier bei Romantik selber Unternehmer mit drin. Das heißt also, wenn ich kann natürlich nicht den Ball hinlegen, Romantik mach. Hier, sondern ich muss natürlich auch wieder was dafür tun. Ne? Wir sitzen dort eben auch wieder alle im gleichen Boot und rudern in die gleiche Richtung. Wenn ich im Boot sitze und nicht mitruder, dann kommen wir nicht weiter voran. Ich komme zum Schluss. Professor Norbert Hörburger von der Fachhochschule für Tourismus in Chur oder in Graubünden hat kürzlich auf Hotel Insight vor 14 Tagen gesagt, ungefähr 1000 vor allem kleinere, mittelgroße Betriebe in der Schweiz müssen verschwinden. Sie sind nicht mehr wirtschaftlich, sie sind nicht mehr wettbewerbs- oder markttauglich, wie man so sagt. Sie können nicht mehr investieren und so weiter. Jetzt haben die trotzdem noch vielleicht eine Chance. Wenn ich dich frage, vielleicht 3-4 Faktoren, auf was sollten jetzt solche Hotels, die wirklich so ein bisschen am Abgrund sind, kurz vor dem Ende, auf was sollten die schauen, dass sie überhaupt überleben können, dass sie dann irgendwann Erfolg haben? Was sind so die 3-4 wichtigsten Punkte? Was würdest du diesen Kolleginnen und Kollegen, die nicht so in einer komfortablen Lage sind wie der Bärin in Dürrenrot, was würdest du denen empfehlen? Im Tagesgeschäft die Hausaufgaben machen, das heißt eine gute Qualität bringen, die fair kalkuliert ist, nicht überrissen ist, sich was erwirtschaften, dass ich es auch wieder investieren kann, weil früher oder später akzeptiert dann der Gast auch nicht einen schönen Tisch, wenn der Tisch nachher nicht mehr ordentlich gedeckt ist. Das kommt dann zurück. Also der Gast der akzeptiert viel, nimmt es auch in Kauf und hat aber auch eine Erwartung. Und wenn die Erwartung dann nachher nicht erfüllt wird, dann wird es schwierig. Und es ist so, wenn natürlich über Jahre nichts gemacht worden ist, ist es sicherlich eine Challenge, das ist so. Aber wenn jetzt jemand dort neu startet, vor Ort die täglichen Hausaufgaben machen, für den Gast da sein, präsent sein. Und dann kommt das. Und dann kommt nachher auch der wirtschaftliche Erfolg. Und mit dem wirtschaftlichen Erfolg kann ich auch wieder investieren. Also Top-Service, Top-Qualität, Einzigartigkeit, klare Positionierung, eine entsprechende Personalpolitik, kann man auch sagen. Ist so, ja. Also Mitarbeiter auf Augenhöhe und solche Dinge. Das lebst du ja hier aus, ist das richtig? Das ist so. Also unsere Kadermitarbeiter haben da auch freie Hand. Und das ist ja auch wichtig, dass die das haben. Und auch die anderen müssen sich und sollen sich einbringen, weil wenn es alles nur kommt von uns, dann funktioniert das nur bedingt und es soll ja im Vordergrund denen Spaß machen beim Arbeiten und nicht, weil es nur mir Spaß macht, sondern es muss uns allen Spaß machen. Eben, wir sitzen alle im Boot und rudern mit dem Gast für den Gast. Das war ein sehr schönes Schlusswort, liebe Hotelinsiderin, liebe Hotelinsider, das war's aus dem Bären-Dürrenrot. Mein Gast heute, Volker Bedun, einer der erfolgreichsten 3-Sterne-Hotels der Schweiz, das darf man glaube ich schon sagen. Vielen Dank, Volker. Danke dir. Dass das geklappt hat mit diesem Gespräch. Sehr gerne. Und